Hi, in diesem Video vergleiche ich für dich 5 der derzeit besten Heißluftfritteusen. Aufgeteilt habe ich sie in 2 Preisklassen. Erstens Heißluftfritteusen unter 150 Euro und zweitens XXL Heißluftfritteusen über 150 Euro. Bevor wir starten, möchte ich dir die Vorteile der fettfreien Fritteusen zeigen. Wenn du direkt zu den Produkten springen möchtest, nutze gerne die Zeitstempel im Video. Es wird kein Frittierfett verwendet, wodurch die Speisen wesentlich gesünder sind. Im Vergleich zu einem Ofen braucht eine Heißluftfritteuse nur wenige Minuten, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Die meisten Geräte können nicht nur zum Frittieren, sondern auch zum Braten, Kochen oder Backen genutzt werden. Dadurch kann man einige Küchengeräte ersetzen. Das lange Vorheizen fällt bei den Airfryern weg und die Stromkosten gegenüber einem Backofen werden ungefähr halbiert. Ohne den Zusatz von Ölen und Fetten bleibt der natürliche Geschmack der Speisen erhalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fritteusen entwickelt eine Heißluftfritteuse kaum Gerüche, was besonders angenehm beim Kochen in der Wohnung ist. Tests haben gezeigt, dass im Vergleich zu ursprünglichen Zubereitungsmethoden mit der Heißluftfritteuse wesentlich mehr Vitamine und Fettsäuren in den Speisen erhalten bleiben. Dank der anti-haftbeschichteten Gargutbehälter ist die Reinigung sehr einfach. In den meisten Fällen reicht ein feuchtes Küchentuch aus, bei starken Verschmutzungen kann man den Korb einfach in die Spülmaschine legen. Die Details und Eigenschaften zu jedem Produkt zeige ich dir gleich in Tabellen. Lass uns jetzt mit der Kategorie Heißluftfritteusen unter 150 Euro starten. Nummer 1 und gleichzeitig das günstigste Angebot ist die Princess XL Heißluftfritteuse. Das Gerät wirkt sehr hochwertig und kann grillen, braten und backen. Dadurch kann es verschiedenste tiefgekühlte Lebensmittel zubereiten. Besonders überzeugten bei Tests Brötchen, Pommes, Fisch und Fleisch. Ein paar Tipps zu diesem Modell. Kleine Zutaten sollten während der Zubereitung immer mal wieder geschüttelt werden, um das Endergebnis zu verbessern und ungleichmäßiges Frittieren zu vermeiden. Vermeide es, sehr fettige Zutaten wie Soßen in der Heißluftfritteuse zuzubereiten. Wenn du Kuchen, Quiche oder gefüllte Zutaten frittieren möchtest, lege eine Backform in den Korb. Die Heißluftfritteuse kann auch zum Aufwärmen verwendet werden. Die Handhabung sowie die Auswahl der Programme sind selbsterklärend. Die Reinigung ist anschließend sehr einfach und der Frittierkorb kann einfach in die Spülmaschine gelegt werden. Ein ganzes Hähnchen oder beispielsweise eine Tiefkühlpizza passen leider nicht hinein. Außerdem muss man darauf achten, dass das Gerät frei und bei Benutzung nicht zu dicht an der Wand steht, da durch die Hitze das Abluftgitter schmelzen kann. Insgesamt ist es optimal für eine, maximal für 2 Personen geeignet und der Großteil der Kunden findet das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Wenn du eine günstige Heißluftfritteuse für dich und eventuell eine weitere Person suchst, die schon viele Langzeittests bestanden hat, ist die Princess sicherlich interessant für dich. Für ein paar Euro Aufpreis bekommst du auch eine 4,5 Liter Version, die definitiv für 2 Personen geeignet ist. Beide Angebote verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Nummer 2 ist die Smart Heißluftfritteuse Light von Kosori. Dieses Modell erschien Ende 2022 mit innovativen Smart-Funktionen. Du bekommst 5 Voreinstellungen, die du per One-Touch direkt am Gerät einstellen kannst. Dadurch bekommst du die optimale Temperatur und Dauer für Hähnchen, Pommes, Schinken, Steak und Gemüse vorgegeben. Außerdem gibt es eine Vorheiz-, Warmhalte- und eine Schüttelfunktion. Die Schütteltaste ist praktisch, um den Fortschritt des Essens zu überprüfen und den Inhalt zu wenden. Dabei wird der Frittiervorgang pausiert. Mit der Warmhaltefunktion kannst du das Essen bis zu 30 Minuten warm halten. Die Temperatur lässt sich bis 230 Grad einstellen und kann auch während des Kochens angepasst werden. Über die App kannst du diesen Prozess fernsteuern, überwachen und bekommst bei Bedarf Benachrichtigungen, was für den einen oder anderen eine nette Ergänzung sein kann. Die Heißluftfritteuse eignet sich laut Erfahrungsberichten besonders gut für Aufbackbrötchen, Pommes, Nuggets, Fischstäbchen, Fischfilet, Schnitzel, Hähnchen und Speck. Außerdem werden von den Nutzern die große Auswahl an Rezepten in der App, die Smart-Funktion, die schnelle und einfache Bedienung, die einfache Reinigung und die gute Qualität und Verarbeitung sehr geschätzt. Von den Nutzern als störend empfunden wurde unter anderem der laute Betrieb und ein anfänglicher Geruch nach Kunststoff. Die Sprachsteuerung funktionierte nicht für alle Benutzer. Insgesamt ist das Gerät fair im Preis und derzeit gibt es einen 10 Euro Rabattcode bei Amazon. Das 3,8 Liter Fassungsvermögen eignet sich sehr gut für 1 bis 2 Personen. Sollte dir dieses Kosori-Modell zu klein sein, verlinke ich dir in der Videobeschreibung ein weiteres Modell mit 6,4 Litern Fassungsvermögen und Smart-Funktionen von der gleichen Marke. Nummer 3 ist der Philips Essential Air Fryer HD 925290. Der Philips Air Fryer ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Küchengerät, das viele Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten bietet.
Durch die Fat Removal Technologie wird überschüssiges Fett entfernt und aufgefangen. Anschließend ist das Gerät leicht zu reinigen und der Korb ist auch hier anti-haftbeschichtet und spülmaschinenfest. Es gibt eine App mit hunderten Kochrezepten und genaue Anweisungen der benötigten Temperatur und Zeiteinstellung, die die Zubereitung erleichtern. Dabei ist er leise und schnell. Der Airfryer benötigt weniger Strom als ein Backofen und die Zubereitung ist sauberer als in einer Fritteuse. Das 800 Gramm bzw. 4,1 Liter Modell ist ausreichend für zwei mittelgroße Portionen. Du kannst ihn vielseitig zum Aufbacken von Brötchen sowie für verschiedene Gerichte wie Tintenfischringe, Chicken Nuggets, Schnitzel und so weiter nutzen. Die meisten Kunden sind sehr zufrieden mit den 7 Voreinstellungen, mit denen du gefrorene Snacks, Pommes, Fleisch, Fisch, Hähnchenunterkeulen, Muffins und gegrilltes Gemüse auf Knopfdruck zubereiten kannst. Als Zubehör kannst du ein Backkit oder verschiedene Sets von Drittanbietern dazu kaufen. Der Philips Airfryer hat laut Erfahrungsberichten bei älteren Modellen teilweise auftretende elektrische Probleme und es gab Schwierigkeiten beim Reinigen des Garkorbs mit der Hand. Optional bekommst du das Gerät mit 6,2 oder 7,2 Litern Fassungsvermögen. Diese kannst du auch mit Wi-Fi-Funktion kaufen, was den Preis natürlich nochmal nach oben treibt. Gerade die App mit hunderten Rezepten ist für neue Inspirationen und Vielfalt sehr nützlich. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle. Alle Modelle sind super für 1 bis 2 Personen geeignet. Pausiere an der Stelle gerne das Video, wenn du sie in Ruhe anschauen willst. Weiter geht es mit der Kategorie Heißluftfritteusen über 150 Euro. Nummer 4 ist die Ninja AF300EU. Die XXL Heißluftfritteuse von Ninja ist das einzige Gerät im Vergleich mit 2 Frittierfächern und bietet neben dem Heißluftfrittieren Funktionen wie Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen und Dörren, was dir eine große Auswahl an Zubereitungsarten ermöglicht. Die einfache Bedienung und Reinigung machen das Gerät besonders benutzerfreundlich, da die Teile in die Spülmaschine gegeben werden können und das Gerät außen nicht heiß wird. Besonders ist, dass die Zeiten und Temperaturen bis zu 240 Grad pro Seite separat eingestellt werden können. Die Heißluftfritteuse ist auch optisch ansprechend und kann gut in jeder Küche integriert werden. Ein Rezeptbuch mit einem Richtwert für Zubereitungszeiten und Temperaturen ist ebenfalls enthalten. Es wird nicht empfohlen, sie in geschlossenen Schrankabteilen zu verwenden, da sie moderate Wärme entwickelt. Der Luftauslass befindet sich hinten, sodass das Gerät nicht zu nah an der Wand oder in einen Kasten gestellt werden sollte. Beachte, dass die Schubladen empfindlich gegenüber Metall wie Zangen, Messern und so weiter sind. Da sich die Fritteuse in 2 Kammern aufteilt, ist die Kochfläche dementsprechend klein und es kann schwierig sein, beispielsweise eine Lasagne oder Brot zu machen. Daher ist die Heißluftfritteuse in diesem Bereich möglicherweise nicht so nützlich, wie man es erwartet. Insgesamt bietet dieses Modell mit 7,6 Litern ausreichend Platz für bis zu 4 Personen. Und die doppelten Zonen ermöglichen eine individuelle Zubereitung von 2 verschiedenen Gerichten gleichzeitig. Sie hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bringt hervorragende Ergebnisse. Optional können auch kleinere Modelle aus der AF-Serie mit 3,8 oder 5,2 Litern erworben werden. Die 3XL-Version mit 9,5 Litern bietet Platz für bis zu 8 Personen pro Durchgang. Die besten Angebote findest du in der Videobeschreibung. Nummer 5 ist der Premium Airfryer HD987020 von Philips. Es ist in diesem Vergleich die Heißluftfritteuse mit dem höchsten Preis. Dieser rechtfertigt sich unter anderem durch die Smart Sensing Funktion, die während des Garvorgangs automatisch Zeit und Temperatur anpasst, sobald es merkt, dass das Gericht fertig gegart ist. Außerdem verfügt sie, wie bei der eben vorgestellten Philips Essential, über eine extra Fettentfernungstechnologie, die überschüssiges Fett entfernt und auffängt. Sie verspricht bis zu 90% weniger Fett. Die Fritteuse ist einfach zu bedienen und auch hier bekommst du Zugriff auf die App mit hunderten Rezepten. Die 5 Voreinstellungen Snacks, Hähnchen, Fisch, Fleisch oder Backen sind auswählbar, wodurch das Gerät automatisch die richtigen Werte einstellt. Es ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Außerdem bietet es eine gleichmäßige Hitzeverteilung im Garraum und das ist bei einem großen Korb mit 1,4 Kilo Fassungsvermögen und den potenziell großen Portionen auch sehr wichtig. Die Funktionalität des Geräts ist super, es ist leiser als das Vorgängermodell, das Gitter ist nun herausnehmbar und ein Trenner wurde hinzugefügt. Es gibt eine Warmhaltefunktion und es gibt fast keine Qualmentwicklung mehr. Die Anwendung ist selbsterklärend, die Küche bleibt sauber und die herausnehmbaren Teile können in die Spülmaschine gelegt werden.
Es gibt eine große Auswahl an Zubehör für fast jedes Ziel. Einige Kunden kritisieren allerdings den hohen Preis für das Zubehör. Außerdem empfanden Kunden das Stromkabel mit 80 cm Länge für zu kurz. Auch die Reinigung nach der Zubereitung von Fleisch sei schwierig und eine Pizza kann nicht vollständig platziert werden. Einige Kunden haben auch bemängelt, dass keine Papierbeschreibung und Gebrauchsanweisung beiliegt. Wenn du auf der Suche nach einer XXL-Fritteuse mit smarten Funktionen bist, die für 4 bis 5 Personen geeignet ist, kann dieses Modell interessant für dich sein. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle. Die beiden Modelle eignen sich sehr gut für bis zu 4 Personen. Solltest du noch größere Modelle suchen, kannst du diese auf den verlinkten Produktseiten direkt auswählen, wenn es sich um die gleiche Serie handelt. Und das waren sie. Wenn ich dir eine Produktübersicht bieten konnte, freue ich mich über ein Feedback. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit deiner neuen Heißluftfritteuse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.